und sprang hervor, das Haupt schüttelnd und wie abwehrend den Arm ausstreckend. »Nein«, rief er, »nein, Freunde, nicht das mir. Ich bin ein schlichter Kriegsmann, nicht ein König. Ich bin vielleicht ein gutes Werkzeug, kein Werkmeister. Wählt einen anderen, einen würdigeren.« Und wie bittend streckte er beide Hände gegen das Volk. Aber der donnernde Ruf »Heil, König Wittiches« ward ihm statt aller Antwort. Und nun trat der alte Hildebrand vor, fasste seine Hand und sprach laut: »Lass ab, Wittiches, wer war es, der zuerst geschworen, unweigerlich den König anzuerkennen, der auch nur eine Stimme mehr hätte? Siehe, du hast alle Stimmen und willst dich wehren?« Aber Wittiches schüttelte das Haupt und presste die Hand vor die Stirn. Da trat der Alte ganz nahe zu ihm und flüsterte in sein Ohr: »Wie muss ich dich stärker mahnen? Muss ich dich mahnen jenes mächtigen Eides und Bundes, da du gelobtest, alles zu meines Volkes Heil?« »Ich weiß, ich kenne deine klare Seele. Dir ist die Krone mehr eine Last als eine Zierde. Ich ahne, dass dir diese Krone große, bittere Schmerzen bringen wird. Vielleicht mehr als Freuden. Deshalb fordere ich, dass du sie auf dich nimmst.« Wittiches schwieg und drückte noch die andere Hand vor die Augen. Schon viel zu lang währte dem begeisterten Volk das Zwischenspiel, schon rüsteten sie den breiten Schild, ihn darauf zu erheben, schon drängten sie den Hügel hinauf, seine Hand zu fassen, und fast ungeduldig scholl aufs Neue der Ruf: »Heil, König Wittiches!« »Ich fordere es bei deinem Bluteid. Willst du ihn halten oder brechen?« flüsterte Hildebrand. »Halten«, sprach Wittiches und richtete sich entschlossen auf. Und nun trat er ohne falsche Scham und ohne Eitelkeit einen Schritt vor und sprach: »Du hast gewählt, mein Volk. Wohlan,